So, hallo an alle, neuer kleiner Ausschnitt aus dem Livestream, gerade weil Lust, macht gerade wieder mega mäßig Spaß. Wir planen in den Nether reinzugehen, so wie es aussieht. Mensch, Steffen ist schon drin. Warum ist denn hier ein Schaf drinne? Die kommen auch da durchs Portal mit durch. Okay, alles klar. Ja. Ah. Hat sich verirrt. Ach da, ja, okay. Ja. Ich bin schon drin, ich habe in die Kiste, habe ich dir das Rad reingelegt, such dir einfach raus und... Okay. Ey, da hätte ich auch mal Feuer drauf, so kann man ja auch Clothestone abbauen. Hä? Das ist verschwunden. Nee, doch, jetzt ist wieder eine Kiste. Ich hab's genommen, benutzt und auf einmal. Ja, war's manchmal weg. Server, weißt du. So. Multiplayer Fortschalt. Ah, Gott. Verdammt, ich krieg den Mist hier nicht abgebaut. Ach, gut, das Rad, das nutzt sich nicht ab, sondern hat immer halt nur die Charges. Also, man kann so oft einsammeln und auspacken, wie man will. Gut. Wenn man jetzt ein Dino kaputt macht, dann wird das natürlich auf Dauer kaputt gehen. Fliegen wir mal hier hin da. Jo, oder also, Mike hat ja schon eine gesehen, dann müssen uns halt nur sagen, wo die war. Ungefähr in welche Richtung. Das weiß ich nicht. Wann hast du die gesehen? Wann warst du da drin? Als ich da gestern dran vorbeigelaufen bin. Keine Ahnung, ich weiß aber nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube irgendwie nach rechts. Es muss aber bei uns dann relativ nah vom Spawn gewesen sein, würde ich jetzt mal. War schon nicht weit weg, ja. Ich gehe mal zu dem zweiten Portal. Also ich fliege hier immer in Kreise, weil wir müssen ja nicht so extrem viel aufdecken. Mike, soll ich fragen, ob Mob Creeping ausgeschaltet ist? Warte, was? Ich sehe das. Mob Creeping. Nein, also mit Mob Creeping meint der da hier Endermänner und ja, ich glaube schon. Oder? Nee, das nicht. Ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ich habe eine gefunden. Hast du eine gefunden? Ja. Weißt du, wie man zurück zum Portal kommt? Ich versuche wieder zum Portal zurück. Warte mal, kommen wir zum Portal. Ja, ich bin beim Portal. Ich schweb direkt über dem Portal. Ich steig ab dann mit der Grafikbug. Kannst du sitzen bleiben? Du siehst mich ja dann, wenn ich komme. Warte, hier. Ich sehe dich auf dem. Ich sehe dich ja drauf liegen. Ja, alles klar, sehe dich. Dann einmal mitkommen. Okay. Bin hier unten drunter. Ah. Nein! Neben uns. War es Gas? Ja, Scar. Wir müssen dann ausweichen. Ah, hier. Hier ist was. Ja, hab ich ja gesagt. Und jetzt hier hoch erstmal. Flap, 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 flap. Da oben ist ein Blaze drin. Okay, alles dann. Ja, wie wollen wir landen und unsere Viecher irgendwie hinter Netherrack einsperren, dass sie nicht abhauen. Jo, wo bist denn du eigentlich hin gerade? Jo, und bin jetzt hier. Ey, bleib stehen! Ach, da bist du. Ah, ja. Ich will mein Flugtier hier irgendwie. Oh, verdammt. Ja, klar, warte, ich sperr's auch mit ein. Er will sich halt einfach nicht einsperren lassen. Hallo! Oh, war das meiner? Weiß nicht. Ich will das hier nur schnell. Ah, gut, zoomen. Ist zu. Ah, ja. Denk mal, ab 2 hoch können sie uns nicht abhauen. Nee, 2 hoch nicht. Hab ich auch gemacht, als ich in der Mine war. Einfach 2 hoch geworden, das war's. Okay, das passt. Wollen wir zubauen, nicht, dass die noch sterben? Ich werde nicht angegriffen. Ich glaube kaum, dass die angegriffen werden. Glaube ich auch nicht. Ich nehme kurz ein paar Blöcke mit. So, okay. Blazes waren dann weiter in die Richtung hier vorne. Da unten ist ein Blaze-Spawner. Warte, wo? Da drüben, es sind 2 Stück hier. Ich sehe dich gar nicht, wo bist denn du? Ich bin hochgegangen. Ach so, hoch. Guck mal über dich, hinter Ach, dir. Ach, da. Alles klar. Da hinten ist einer. Und ich glaube, hier unten drunter ist auch direkt noch einer. Wir brauchen ja nur einen. Aber aufpassen, dass du den Blaze-Spawner nicht abhängst. Ich kann gegen die überhaupt nicht kämpfen, ich hasse die. Wir haben keine Erde mehr. Verdammt! Oh. Versuche aber keine Zombie-Pigments anzugreifen. Ja, das Problem ist halt. Ich habe ihn gekillt. Halt mit dem Bogen. Ah, verdammt! Nein! Ich hoffe, es stirbt niemand von euch. Ich habe nur noch 8 Leben. Ich bin fast gestorben gerade. Verdammt! Ihr habt alle Items mit, oder? Nee, wir haben kaum Items mitgenommen. Achso. Ja, ich habe ein fast leeres Inventar. Ich habe hier nur mein Thormium-Schwert, den Crossbogen halt, Crossbow. Und ein paar Bolzen. Ja, den kann man schnell neu machen. Der eine, wo du gekillt hast, der hat nichts getroppt, leider. Ja, das ist schlecht. Wir könnten einfach mal hingehen an die Quelle des Bösen. Hey, weil ich habe öfter schon mal. Stück. Da ist noch einer und direkt gegenüber ist auch einer. Es sind genau 2 Spawner. Ja, ich habe hier einen Blaze-Spawner direkt vor mir. Da ist auch einer irgendwo. Blaze?
Ja, der war da eben gerade. Ich habe ihn ja, genau gesehen. Ja, die sind mehr hinter der Wand, sind die. Wow, 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 wow. Oh nein, jetzt habe ich. Aufgehen. Ah. Ja. Ich greife die nicht mit an, sonst attackieren die mich auch noch. Ich hätte du bist tot. Ja, ich hab ausgesehen, als ich Blaze angreifen wollte, das Ding mit umgemopst hier. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab dein Zeug eingesammelt. Alles. Ach, du bist auch gestorben, Stell. Ich bin noch hier und ich farm noch ein Weilchen an den Dingern. Okay, ich nehme mir nochmal einen Flugsaurier und komm wieder, gell? Jo. Weil hier kannst du nämlich auch noch mit Flugsaurier hin wieder weg. Weiß nicht, kannst du einmal hinfliegen, den einen wieder aufsammeln, den einen Flugsaurier von dir, wieder zurückfliegen, Bike zurückfliegen, wieder herkommen. Ja. Also, dass wir den so ein bisschen aufsparen. Wäre echt wirklich so ja. Safe. Durch die Gegend. So, hier war das Hundert da hinten. Naja, okay, den Flugweg, den finde ich zum Glück immer wieder. Also, ich habe eine Blaze Rod gerade gekriegt. Eventuell wäre es vielleicht ein Vorteil, wenn wir uns Netherrack-Rüstungen bauen. Die sind nämlich. Ja. Hab noch einen Stack zu Hause. Oh, bist du das hier? Ja, ich sammle meinen. Hier hinten sind sie. So. Ich bring das, das Rad zurück, ja? Jojo, klar, kannst du machen. Dann komme ich wieder. Ich kann ja mal gucken, wie das Rezept für Netherrack ist. Netherrack-Rüsten. Weil die ist nämlich feuerresistent. Ohne dass wir es verzaubern müssen. Ansonsten kann man sich ja ein bisschen Feuerresistenzzeug. Geht das? Gibt es Feuerresistenz? Ja, auf Rüstung gibt es Feuerresistenz, glaube ich. Okay. So, du hast ja mein Zeug. Verdammt, da vorne sind noch zwei Blazes. Wo sind die jetzt hergekommen? Und da sind drei! Alter! Jetzt geht's aber ab, da riecht so du, fliegen hier die Dinger raus. Machine Gun, ja, wenn zwei Spawner nebeneinander sind. Boah, hier sind vier Stück! Ja! Was ist denn hier los? Wo bist du denn? Ich bin abgehauen. Ja, ich habe keine Waffe. Was soll ich denn machen? Ach scheiße, stimmt, ich habe dein Zeug. Ah, verdammt. Ich laufe hier gerade ein bisschen durch. Bist du in dem Gang drin, ne? Hä? Hier läuft ein Skelett mit dem Schwert rum. Bist du zufälligerweise in dem Gang? Ich bin geradeaus nach vorne gelaufen. Wieso sind im Nether bitte schön Skelette? Muss ich mir mal ganz kurz ums Schwarze stecken. Hä? Das ist ein schwarzes Skelett. Ja, so ein schwarzes Skelett. Mit Schwert. Das ist ein Wizard-Skelett. Das kann Wizard gefüttert werden lassen und von diesen kannst du den Wizard bauen. Also die sind heftig. Und die greifen dich im Nahkampf an. Okay, ich habe hier noch Nether Ward abgebaut gerade. Ja, ich bist du in diesem Gang, durch diesen Gang durch? Ja, da bist du. Hier müsstest du irgendwo sein. Ich bin da noch runtergegangen ein bisschen. Oh. Das heftige Vieh verfolgt mich. Blaze meinst du? Nee, dieser Wither, der hat mich vergiftet. Was für ein Ding? Wither? Skelett? Ja, dieses schwarze Skelett, das hat mich gerade vergiftet. Ich weiß nicht, wo du bist, keine Ahnung. Ach so. Warte, ich bin einfach hier weiter und dann gelaufen. Von dem Spawner, wo wir waren, gerade aus dem Gang weiter weg. Und dann nach links runter. Okay, hier sind so viele von denen. Von den Skeletten? Nee, warte. Von denen. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch durch Feuer durchgeflogen. Ich komme hoch zu dir. Ist hier irgendwo. Warte, ich komme hoch. Ja. Sehe ich? Ich glaube, da unten bist du. Ja. Sehe ich den Namen? Ah, da. Ja, du bist immer noch auf deinem Ding. Okay, warte. Hier deine Rüstung, komplett Eisen, alles. Deine Spitzhacke, Schaufel, Axt, Helm, Schuhe. Goldner hat's dabei. Dein Schwert auf jeden Fall. Deine Erde. Was war noch? Dein Essen. Was hast du noch dabei gehabt? Oder ein Goldnugget. Ja. Zieh dir alles an. Und ich war dann jetzt hier unten, habe ich jetzt hier Nether Ward eingesammelt, 20 Stück. Seit neuestem kann man die auch in der echten Welt, sag ich jetzt mal, oder in der normalen Welt züchten, oder? Ja, oh, ich muss nebenbei noch gucken. Nee, der Geheimgast, der heute mitspielen wollte, hat sich immer noch nicht gemeldet. Achso, der Geheimgast, ja, ich habe schon gesehen. Kann man Nether Wards denn auch in der normalen Welt farmen? Ich glaube schon, die wachsen seit neuestem im normalen. Können sie ausprobieren. Da kann ja auch mal einfach irgendjemand schreiben. Ich meine, wir haben ja eine wandelnde Wiki. Eine wandelnde Wiki? Ach so, stimmt ja. Der Chat. Den ich nicht sehen kann, weil ich Vollbild habe. Wow. Der Chat. Ich habe einen Enderman gekillt. Eine Enderperle. Nice. Können wir gebrauchen. Ja, die können wir gebrauchen. Jo. Könntest du ja mal in eine Festung suchen und ins End reingehen. Ja. Ich glaube, dazu. Ich glaub, mittlerweile ist. Muss man im ersten Witter oder irgendetwas.
Du musst aufpassen, also irgendwie, ich weiß nicht, wie du da lebendig wieder rauskommen sollst. Auch solange die Mobs von uns noch da sind, ist das kein Problem. Ich bin einiges Ja, gewohnt. Ich spiele sonst auch immer Survival. der eine ist hier noch, aber ich Nee, glaube, die es ist Skelette, die sind nicht schwach. Die Skelette sind nicht stark, die sind schwach. das schwarze Ja. Skelett. Das war ein schwarzes Skelett. Ich hatte auch eins gehabt. Okay, dann gucke ich mal ganz kurz, wie wir Netherrack-Cubes machen. Netherrack zusammen und dann muss ich den da und für die Rüstung. Boah, das ist ein extrem teures Rezept. Für Brauchen wir Netherrüstung. ganz viel Obsidian, ja. Ganz viel Obsidian. Oh. Ja gut, so, lohnt sich ja dann eigentlich auch, nehme ich mal an. 23 Obsidian haben wir, glaube ich, noch. Wäre irgendwie cool, wenn ich noch ein Blaze-Blatt machen könnte. Also ich habe hier drei Blaze Rods. Ja, ich. Aber Und ich du sehe bist gar jetzt da kein. unten. Und ich sehe kein schwarzes Skelett. Ich mache einfach einen Flugkampf gegen die. Oh, er hat mich. Wenn ein Tier stirbt, fällt so runter, gell? Ja, weiß ich immer noch keine Blaze Rod. Ich brauche zwei Stück. Ich habe drei, also wenn du welche haben willst von mir. Ach, da hinten bist du ja. Ja. Da. Alles klar. Achtung, hinter dir, lauf, 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 lauf. Ich fliege jetzt, gell? Danke, du hast ihn voll getankt. Das kann ich hier. Ich habe ihn getankt, ja, cool. Ich fliege, ich mache mir Obsidian-Rüstung und versuche uns eine Netherrack-Rüstung zusammenzubasteln. Dann sind wir wenigstens immun gegen Feuer. Jo, Ich klar, habe mach mich das. hier Uah. unten. Ne, hier oben. Hier müsste das Portal sein, genau. Hallöchen, Popöchen. Oh, da unten ist ja das schwarze Skelett. Komm her. Mit dem lege ich mich doch Also. glatt mal an. Nehme ich das ganze Zeug wieder hier mit raus. Ja, ich habe dir so ein Ding gekriegt von dem. Hä? Kohle? Ich soll dich. Ach nee, egal. Irgendjemand ist hier im Chat schreibt so undeutlich, dass ich nicht weiß, was er von mir möchte. Irgendwas, ich Ja. soll mich? Du sollst mich, was? Ja, irgendwas, ich soll dich, ob wann wieder mal ein Mod wird. Nee, wann mal wieder. Wann. Mal wieder ein Mod kommt. Vorstellung bei Mal mir. Wiese. Wenn ich einen tollen Mod finde, den ich vorstellen will, dann finde ich. Oder dann kommt auch wieder einer bald. Genau, wenn er einen vorstellt, dann kommt einer. Genau, wenn ich einen finde, den ich vorstellen will. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. Warte Ah, schon mal, wieder ich. drei Blazes. Ach, leck mich doch. Das XP-Book. Da brauchen wir eine Blaze Rod, ein Eye of the Ender und ein Buch. Das könnten wir auch herstellen. Da können wir nämlich unsere Erfahrungspunkte drinne speichern. Haha, ich habe ein Ei, ein in eine Enderperle. Und wir haben hier doch bestimmt noch irgendwo hier dieses Blaze Powder, da haben wir noch Natürlich, eins. das haben wir. Und ich habe noch eine Road und wir haben auch noch ein Buch. Alles klar. Genial. Ich Gehen. packe dir die mal oben links. Jo, danke. Nee, aber der Crossbow sieht schon geil aus, nur die Munition geht langsam aus. So. Ich fight hier die ganze Zeit die Blazes ab. Jetzt haben wir hier natürlich kein Level drin, aber hier ist das Buch schon mal. Haben wir nicht Oh noch ein verdammt, oh verdammt, Bücherregal? ich habe einen Zombie-Pikmin gehauen. Kann man da jetzt keine Level reinmachen oder wie? Doch, du kannst da Level reinmachen. Aber bei mir geht das nicht. Geht Hä? Drei Steffen, du hast den Level. falschen weggemacht. Du hast meinen Dino weggemacht. Nee, hab ich nicht. Doch, ich kann mich nicht draufsetzen auf meinen. Auf den, der da drin ist. Ich bin doch auf einen draufgestiegen. Echt? Ich kann hier nicht draufgehen. Ich habe extra den, mit dem ich angekommen bin. Der Server ist gerade. Ach so, ja, vielleicht liegt's daran. Ja. Da ist irgendwie Also gerade. schreiben kann ich. Könnt ihr schreiben? Ja, wie kann man denn den Chat anzeigen lassen, oder wenn da was Ich kann passiert? Weiß ich Sachen. auch nicht. Da liegen Sachen am Boden, ich kann sie nicht aussammeln Ach so, und. ja gut, dann liegt's am Server. Ich dachte gerade, hä? Ich wollte auf den Dino draufsetzen, passiert nichts. Gut, Ja, meine. stimmt. Da ist ein Fehler. Okay, dann mache ich hier ganz kurz einen Cut, bis wieder weitergeht und würde dem noch sagen, ich beende kurz hier die Aufnahme. Cut.